Die Motorbremswirkung, das unbekannte Wesen im Auto. Das schauen wir uns genauer an, wie du sie verwendest, welche Vorteile sie hat und welche Gefahren entstehen, wenn man sie falsch verwendet. Um zu verstehen, wie ich Motorbremswirkung erziele, muss man einmal verstehen, wie der Motor eigentlich arbeitet. Moderne Motoren haben sogenannte vier Takte. Das heißt, wenn der Kolben sich nach unten bewegt, dann saugt er Luft an. Dann schließen sich die Ventile, der Kolben bewegt sich wieder nach oben und verdichtet diese Luft. Das kostet natürlich Energie, logischerweise. Das Zusammendrücken der Luft kostet Energie. Dann wird bei modernen Dieselmotoren zum Beispiel Treibstoff eingespritzt. Jetzt durch das Zusammendrücken der Luft, das hast du im Physikunterricht gelernt, erwärmt sich die Luft im Kolbenraum natürlich. Und jetzt wird Treibstoff genau im richtigen Moment eingespritzt. Beim Dieselmotor entzündet sich der von selbst, explodiert und drückt den Kolben wieder nach unten. Dadurch leistet das Auto Arbeit. Im vierten und letzten Takt öffnet sich das Auslassventil und die verbrannten Gase werden eben weiter zum Katalysator geführt. Wie schaltet man nun die Motorbremswirkung ein? Und das ist ganz einfach. Wenn du fährst, gehst du einfach vom Gas weg, betätigst auch kein weiteres Pedal, dann bremst der Motor. Warum bremst der Motor? Naja, stell dir vor, es wird dir die Luft angesaugt, der Kolben bewegt sich nach oben, muss diese Luft verdichten, das kostet wahnsinnig viel Energie, aber jetzt wird bei der Motorbremswirkung kein Treibstoff mehr eingespritzt. Das heißt, der Kolben oder der Zylinder hat jetzt keinen Treibstoff, den er verbrennen kann. Dadurch leistet er auch keine positive Arbeit. Das Zusammendrücken der Luft hat aber quasi negative Arbeit geleistet. Und dadurch bremst der Motor das Fahrzeug. Wir hören immer bei uns im Unterricht, naja, ich muss zurückschalten, um Motorbremswirkung zu erzielen. Das ist nur zu 50% richtig. Jeder Gang hat Motorbremswirkung. Auch im sechsten Gang hast du Motorbremswirkung. Aber je niedriger der Gang, desto mehr Motorbremswirkung hast du. Und dann stellt sich die Frage, naja, wie schaltet man denn die Motorbremswirkung aus? Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Motorbremswirkung auszuschalten. Das eine wäre, ein bisschen Gas zu geben. Das reicht wirklich so ein Fuzzi Gas. Da wird schon wieder Treibstoff eingespritzt, der verbrennt, explodiert, leistet positive Arbeit. Die zweite Möglichkeit, die Motorbremswirkung auszuschalten, wäre jetzt auf die Kupplung zu treten. Weil die Kupplung verbindet ja den Motor mit den Rädern schlussendlich. Dazwischen gibt es noch das Getriebe. Und wenn ich jetzt den Motor von den Rädern trenne, kann der Motor vielleicht Motorbremswirkung erzielen, aber das geht nicht weiter zu den Rädern. Deshalb darf man auf keinen Fall auch beim Bergabfahren die Kupplung treten. Das wäre ein wirklich schwerer Fehler, den auch unsere Prüfer so bewerten. Das gleiche wäre, wenn du um die Kurve fährst. Du hast ein Abbiegemanöver, 90 Grad, so wie normale Kreuzungen sind. Auch hier ist es gescheit, wenn man sich einfach nur um die Kurve durchrollen lässt und nicht die Kupplung tritt. Viele von euch haben so diesen Sicherheitsanker, dass sie sagen, naja, ich trete einmal sicherheitshalber auf die Kupplung, dann wird schon nichts passieren. Aber in solchen Situationen wäre es eventuell sogar fatal, weil das Auto eben nicht mehr verzögert. Die Motorbremswirkung hilft dir auch, Treibstoff zu sparen. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade beim ökonomischen Fahren. Wenn du nämlich die Motorbremswirkung ausnutzt, das kannst du bitte auch beim Dazurollen zu einer roten Ampel machen. Einfach einen Gang zurückschalten, die Kupplung wieder auslassen, sonst hat das keinen Sinn. Und dann kannst du sehen am Display, wenn du das richtige Menü einstellst, dass wirklich kein Treibstoff eingespritzt wird. 0,0 Liter. Und das hat den Vorteil, dass du natürlich Treibstoff sparst. Und Nebeneffekt, du schonst auch deine Bremsen, weil du natürlich nicht so viel auf die Bremse steigen musst und deine Bremsen natürlich verschleißt. Also grundsätzlich zusammengefasst, nutzen wir die Motorbremswirkung aus. Sie ist die beste und günstigste Bremse im Auto. Je niedriger der Gang, desto mehr Motorbremswirkung haben wir. Ausschalten können wir sie durch Treten der Kupplung bzw. ein wenig Gas geben. Das sollte man auf keinen Fall beim Bergabfahren machen, weil das eben wahnsinnig gefährlich ist. Ich muss dann alles mit der Fußbremse dazu bremsen. Ich hoffe, wir haben dir einen guten Einblick in die Motorbremswirkung gegeben. Wenn du Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Lass uns ein Like da und abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns,
bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Schön rechts fahren.